Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut. Kommen wir wieder zu einem neuen, sehr motivierenden Video. Das wird jetzt wieder ein Motivationsvideo. Und es geht um das Thema Antrieb. Denn wenn ich so in die Menschheit gucke, so viele haben einfach keinen Antrieb. Wenn wir jetzt so die Mehrheit betrachten, viele machen keinen Sport, ernähren sich nicht gesund, achten nicht auf ihre Energie. Achten nicht auf ihre Surroundings, auf ihre Umgebung, ja, mit wem sie sich umgeben. Sie machen sich keine Gedanken darüber. Wenn du aber mal so zum Teil bewusst geworden bist und gemerkt hast, ey, es ist wichtig, was ich so in meinen Körper gebe, was ich konsumiere, was ich mir reinziehe, ja, auch an Content und sowas, das bestimmt so meinen Antrieb. Wenn ich mich schlecht ernähre, ich komme schwer aus dem Bett. Wenn ich masturbiere, wenn ich ein Mann bin, ja, beispielsweise gerade unter Männern ist das ein Riesenproblem, habe ich keinen Antrieb. Wenn ich die ganze Zeit diese Pornos mir reinziehe, ich habe keinen Antrieb. Wenn ich die ganze Zeit an mir rumspiele, wenn ich auch die ganze Zeit mich auf Frauen fokussiere und auf diesen Dating-Apps bin oder auf Social Media bin und so viel Zeit da verbringe, ich finde keinen Antrieb, um die beste Version meiner selbst zu werden. Wenn du keinen Antrieb findest, dann guck dir jetzt, zieh dir jetzt genau dieses Video rein. Denn ich werde dir sagen, was dir wieder deinen Antrieb gibt. Das Ding ist, wenn es um das Thema Antrieb geht, da helfen nur ganz klare Dinge. Und das ist Punkt 1, Sport, Bewegung. Wenn du dich nicht bewegst, musst du dich nicht wundern, dass du dich nicht angetrieben fühlst. Für alle, die keinen Sport machen können, weil ich das oft auch in den Kommentaren lese, ja, ich bin gerade krank, ich bin gerade dies, ich bin gerade das. Ist ja okay. Ich verstehe euch. Vielleicht ist das Video dann auch nicht für euch unbedingt. Oder ihr könntet auch das Geringste, die geringsten Bewegungen machen auch etwas aus. Wenn du spazieren gehen kannst, wenn du spazieren gehen kannst, geh spazieren. Wenn du laufen kannst, egal was du tust, geh mal raus in die an die frische Luft, atme ein paar tiefe Züge ein, ja, von der frischen Luft. Und dann kannst du wieder nach Hause gehen und du merkst, du fühlst dich etwas besser, etwas energetischer, etwas angetriebener. Weil du nicht nur zu Hause hockst und die ganze Zeit dir Videos reinziehst oder sonst irgendwas oder Fernsehen schaust oder isst und sonst irgendwas, ja. Du musst aus deinem Haus raus. Für alle, wie gesagt, die keinen Sport machen können, auch die geringsten Bewegungen, auch mal vom Bett aufstehen, in der Wohnung ganz wenig rumlaufen, wenn ihr fast gar nicht laufen könnt, ja, auch mal ein bisschen vom Bett aufstehen oder von der Couch und sowas, weil ihr vielleicht bettlägerig seid, ja, und müsst im Bett liegen oder sonst irgendwas, dann steht vielleicht mal kurz auf, bewegt euch ein bisschen, ja, auch wenn der Doktor sagt, ja, bleib immer liegen und was weiß ich alles, ja. Ich bin kein Doktor, aber es ist auch nicht gesund, die ganze Zeit im Bett zu liegen. Das wissen alle. So, das so by the way. Und für alle, die sich gar nicht bewegen können, dann beweg dich so weit, wie du es kannst. Beweg deine Arme, beweg deine Beine, beweg deinen Kopf. Auch die geringsten Dinge. Beweg deine Finger. Gib deinem Körper ein bisschen Bewegung. Beweg deine Ellenbogen, deine Handgelenke. Egal was es ist, ja. Beweg deinen Kopf, wie gesagt. Beweg dich in jeder Richtung, wenn du deine Beine noch bewegen kannst, beweg deine fucking Beine irgendwie so, du liegst im Bett und machst irgendwelche Bewegungen, scheißegal wie es aussieht, Hauptsache du bewegst deinen Körper etwas, weil wenn du deinen Körper nicht bewegst, wenn du deinen Körper nicht nutzt, ist es kein Wunder, dass du keinen Trieb hast, keinen Antrieb hast, denn dieser Teil, der nicht benutzt wird, das ist der wichtigste Teil, du musst deinen Körper benutzen. Dein Körper ist da, um ihn zu benutzen. Viele benutzen ihren Körper nicht. Sie benutzen vielleicht nur ihren Verstand, ihren Geist, aber ihren Körper nicht. Deswegen, das ist so Punkt 1. Punkt 2 natürlich, wie gesagt, Ernährung. Wie ernährst du dich? Ernährst du dich bewusst, gesund? Nimmst du gute Dinge auf oder gehst du noch jeden Tag ins McDonald's? Das muss ich nicht mal in die Länge ziehen, das sollte klar sein. Wie ernährst du dich? Wenn du dich die ganze Zeit von Süßigkeiten und sonst irgendeinen Scheiß Chips ernährst, ja, und Pizza und was weiß ich alles, auch wenn ich das auch esse, ich habe mal Cheat Days, da mache ich das,
Ich sage nicht, muss jetzt perfekt sein und jeden Tag nur Gemüse und Obst essen. Nein, aber ernähr dich so gut es geht, damit du wieder deinen Antrieb findest. Das ist Punkt 2. Punkt 3. Was konsumierst du die ganze Zeit? Was tust du die ganze Zeit? Bist du zu Hause und zockst nur und spielst an dir rum und was weiß ich ja, masturbierst die ganze Zeit und guckst dir ein Porno nach dem anderen an, ziehst dir ein YouTube-Video nach dem anderen rein, bist nur am Zocken und was weiß ich alles. Und frisst noch Scheiße. Und gehst nicht aus dem Haus und machst keinen Sport. So, aber das haben wir jetzt so beiseite mal geschoben. Thema Konsum. Was konsumierst du? Bist du die ganze Zeit auf Amazon und bestellst Dinge und was weiß ich alles? Bist konsumgeil, ja? Musst die ganze Zeit die neuesten Devices haben, neueste Handy, neues Tablet, neueste dies, neueste das, ja? Oder bist du auch gut, minimalistisch zu leben, ja? Mit dem Geringsten klarzukommen und nicht die ganze Zeit zu konsumieren. Auch Thema Drogen und sonst irgendwas, aber das ist Punkt 4. So, Punkt 3, wie gesagt, um das abzuhaken, sei nicht so konsumgeil. Sei nicht die ganze Zeit auf Social Media. Auch ein wichtiger Punkt. Social Media, Zocken, Pornos, Pornografie, Masturbation, Ernährung, alles. Alles ist Konsum. Ja? Wenn es sich um das Thema Konsum dreht, was konsumierst du? Mach dir darüber bewusst Gedanken. Denn das kann dir alles Energie rauben. Das kann dir alles Energie rauben und das solltest du sein lassen oder eindämmen. Du kannst zocken, du kannst mal Scheiße dich ernähren, du kannst mal YouTube-Videos sehen, auch mehrere am Tag. Aber wenn dein ganzer Tag so ist, du stehst auf, fängst an mit der PlayStation, dann gehst du auf YouTube, dann guckst du Netflix, dann gehst du auf Amazon, bestellst irgendwas, dann gehst du auf Lieferando, bestellst dir Essen. Digga, das ist zu viel Konsum. Wenn jeder Tag so ist, jeder gottverdammte Tag ist so, Tag ein, Tag aus, das ist zu viel. Punkt 4, Konsum von Drogen. Du bist Alkoholiker oder bist süchtig nach Cannabis oder sonst irgendwas, ja? Das sind die wichtigsten Punkte, die vier wichtigsten Punkte, wie du deinen Antrieb wiederfinden kannst. Wenn du diese Dinge bewusst angehst, oh, warte mal, ich konsumiere zu viel Alkohol, ja, ich trinke zu viel, ja, ich smoke zu viel, ich gehe zu viel in Shisha-Bars, was ja auch so eine Suchtscheiße ist, ja, ich rauche zu viel Zigaretten, keine Ahnung, was ist noch Konsum? Ich konsumiere die ganze Zeit irgendwelchen anderen Scheiß, ja. Wenn es um Konsum geht, Konsum, Drogenkonsum. Ich meine jetzt auch nicht nur irgendwelche illegalen Drogen, ich meine jetzt auch legale Drogen. Ja, es gibt so viele legale Drogen, die du legal erwerben kannst. Dimme das ein. Du kannst mal ein Glas Wein trinken, aber wenn du eine ganze Flasche jeden Abend trinkst, mach dir vielleicht mal Gedanken. Du kannst mal ein Bierchen trinken. Ich persönlich trinke nicht. Das hat seine Gründe. So. Und es ist auch erwiesen, dass Alkohol Östrogene im männlichen Körper verursacht oder wie gesagt, ich bin kein Überdoktor, Experte, Doktor Faldetta. Nein, ich bin einfach nur ein Typ, der viel weiß und sein Wissen teilt. Bier, also so habe ich es gehört, in Studien wurde das auch belegt, bildet Östrogene im männlichen Körper. Deswegen, wenn du viel Bier trinkst und sowas und viel Alkohol trinkst, bilden sich Östrogene. Das sind die weiblichen Hormone und so ein Scheiß, ja. Dann wirst du immer mehr feminin. Was ja auch so ein Thema ist, aber darum dreht es sich jetzt nicht. Achte darauf, was du konsumierst und finde wieder deinen Antrieb. Wie gesagt, Sport, Ernährung, Konsum von Social Media und Pornografie und der ganze Scheiß, ja, Konsum von irgendwelchen Drogen und sowas, ja. Lass das mal sein, schraub das mal ein bisschen runter und du merkst, du findest wieder viel mehr Antrieb, hast viel mehr Bock. Dinge zu erledigen, wenn du mal weniger smokst, ja, dir geht es viel besser, du bist viel reiner, ja, bist viel klarer im Kopf, du trinkst mal weniger, wow, du kannst jetzt wieder energetischer sein, du bist jetzt wieder besser gelaunt, was ja auch so ein Ding ist, weil es deinen Gemütszustand so ein bisschen negativ beeinflusst oder sehr negativ beeinflusst, bei manchen, nicht bei allen. Deswegen, so das sind so die wichtigsten vier Punkte meiner Meinung nach. Vier Punkte, wie du wieder deinen Antrieb finden kannst, auf jeden Fall. Ich hoffe, dir hat das Video was gebracht, was
auch gefallen und dich motiviert, jetzt durchzuziehen. Ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Wenn ihr Bock habt auf ein Telefonat mit mir über solche Themen, über Narzissmus, über egal was, wir können über alles reden, fühlt euch frei, mir zu schreiben. Wir können uns extra einen Termin machen. Ich mache mit euch einen Termin, dass wir telefonieren können. Wir können über alles reden und dann würde ich einfach sagen, wenn ihr Bock darauf habt, schreibt mir auf Social Media, über E-Mail, Gmail, ja, wie auch immer, wir finden einen Termin, dass wir an dir arbeiten können, ja. Deswegen, in diesem Sinne, wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Das war's jetzt mit diesem Video. Peace out, zieht durch, ich wünsche euch nur das Beste. Peace.